Oh mein Gott. Guckt euch das mal an, Leute. Sieht echt ein bisschen aus wie eine Festung. Hier das riesige Tor und links und rechts zwei weitere Gebäude. Und schaut euch dieses schöne Schloss mal an. Oh mein Gott. Guckt euch mal diese schöne Decke an. Krass. Wow. Oh. Das ist richtig schön. Hier liegt alles voller Bücher. Hitler est il mort. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin wieder mit der lieben JN Urbex unterwegs. Wir befinden uns gerade an einem wunderschönen sonnigen Morgen irgendwo in Frankreich und wir haben dort hinten mitten im Wald ein verlassenes Schloss entdeckt, Leute. Es ist ungefähr 6.30 Uhr. Die Vögel zwitschern schon, genießen den schönen Morgen und jetzt schauen wir uns dieses verlassene Schloss einmal zusammen mit euch an. Viel Spaß mit dem Video. Wir befinden uns jetzt hier mitten im Feld. Also das Feld ist auf der rechten Seite und hier links ist überall Wald. Und hier schimmern so ein paar Gebäude durch. Und hier links müsste jetzt die Einfahrt zu diesem Schloss sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir überhaupt reinkommen, wie es aussieht. Wir haben wirklich herrliches Wetter hier, das ist wirklich traumhaft. Oh mein Gott. Was? Guckt euch das mal an, Leute. Das ist wie im Märchen. Das ist wirklich ein Märchenschloss. Das ist ja unglaublich. Das sieht sowas von wunderschön aus. Guckt euch dieses riesige Tor an da hinten. Sieht echt ein bisschen aus wie eine Festung. Hier das riesige Tor. Und links und rechts zwei weitere Gebäude. Das ist ja unglaublich. Und wir sehen hier, der Zaun ist komplett offen. Hier kann man einfach reingehen und hier hat man eine Trampelfahrt. Ja, so schnell sind wir hier drin, ne? Also, hier gibt es wirklich keiner Mühe. Das Haus irgendwie zu verschließen. Oh, da hinten läuft ein Hase. Wow. Und hier im Garten befinden sich weitere Gebäude. Wir haben einmal hier, ja, großen Pavillon. Und da hinten ist auch schon das nächste Gebäude. Und das eigentliche Hauptschloss befindet sich hier vorne an der rechten Seite. Wir gehen jetzt hier ein bisschen abseits, damit man nicht direkt von der Straße gesehen wird, falls dort jemand langfährt. Müssen wir uns jetzt hier ein bisschen durch das hohe Gras kämpfen. So, wir befinden uns jetzt wieder auf dem Hauptweg. Und schaut euch dieses schöne Schloss mal an. Und ganz oben auf dem Schloss ist sogar eine Glocke, die man früher läuten konnte. Schönes Vogelhäuschen da vorne rechts. Ich glaube, das war mal richtig schön hier. Unglaublich. So, das Fenster stand auf. Wir befinden uns jetzt im Schloss. Das ist wahrscheinlich die Küche hier. Küche mit Sofa macht nicht so viel Sinn. Aber mal gucken, was uns hier alles so erwartet. Guck mal die Säulen. Wow. Das ist richtig schön. Wow. Am wahrscheinlichsten ist unten im Namen. Wow.
Guck dir mal die Bilder an. Das hier wird der Haupteingang gewesen sein. Dann liegt hier noch der Hut. Ein bisschen Shampoos. Teddy mit den Sombreros. Oh mein Gott. Was? Das ist ja mal ein schöner Raum. Guckt euch das an. Das ist Esszimmer und Wohnzimmer. Guckt euch das an. Wahnsinn. Wow, das ist richtig schön. Ey, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Der ist ja richtig groß. Das sieht schon heftig aus. Wow. Oh, hier war mal ein Löffel drin. Ein teurer Löffel. Das sieht echt heftig aus. Oh mein Gott, hier ist noch Essen. Wahnsinn. Hier liegen Federn. Also der Raum hat mir echt die Sprache verschlagen hier. Das ist so schön. Das hier ist jetzt der Eingangsbereich. Guckt euch mal diese schöne Decke an. Dann der Kamin auf der rechten Seite. Und das ist die Haupttüre. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einmal hier rein. Richtig schön. Ein Flügel. Krass. Und das steht in so einer kleinen Nische. Und alles ist voller Gold. Schubert. Wow. Alte Schallplatten liegen hier noch rum. Das ist sau cool. Ja. Toilette, Vorratsraum. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir hoch, ne? Oha! Da hängt mal ein Kronleuchter. Der ist weg. Das Bild ist voll cool. Da hinten. Weiter geht's. Treppe fühlt sich voll cool an. Beim Gehen. Okay, hier liegen die ganzen Musikstücke vom Klavier wahrscheinlich. Und da hinten sehe ich, glaube ich, einen schönen Raum mit einem Kamin. Oh. Krass, hier fehlt ja die komplette Decke. Hier ist eine Ausgabe von Hitler. Auf Französisch. Dans le Bunker de Berlin. Hitler est il mort. Krass. Oh, das ist richtig schön. Wow. Und dann guck mal hier. Ganz alter Badmintonschläger. Das ist sau schön. Dann hier noch ein altes Bild. Wow. Oh, das nächste Schlafzimmer. Sieht aber nicht mehr so schön aus. Alten Fernseher von Schneider noch dabei. Eine
Alte Schreibmaschine haben wir hier noch. Aber das Zimmer ist auch nicht mehr so schön. Ja, und das sind tatsächlich alles Schränke. Wow, hier haben wir noch so ein kleines Zimmerchen mit einem Bett ohne Gestell, glaube ich. Und überall in diesem ganzen Schloss sind diese Bilder über den Türen verteilt, die extrem schön aussehen. Da vorne auch. Und guckt euch nochmal diese Einfahrt an. Das ist sauschön. Riesen Einfahrt hier. Ich finde auch, dass das Schloss von außen ein bisschen schöner aussieht. Also jetzt nicht so, dass hier oben die Decken fehlen. Aber zwei, drei richtig geile Räume, auch für Fotomotive, waren definitiv dabei. Weil es hat sich definitiv gelohnt, hier hinzufahren, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich vermute? Die Decken, das ist ja nicht eingestürzt. Vielleicht haben die das angefangen zu renovieren. Das wurde aber zu teuer. Und dann haben sie es aufgegeben. Also demnach sieht es meiner Meinung nach gut aus. Guck mal hier, die müssen die kompletten Decken schon stützen. Das ist echt so alt, das Schloss, dass das halt auch schon einschutzgefährdet ist wahrscheinlich. Haben wir gesehen, das ist nicht runtergebrochen. Ne. Wow, da oben hängt noch ein Adler. Richtig großer Adler. Okay, ganz oben angekommen, haben wir hier eine Holztüre. Wow, das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Oha, hier liegt alles voller Bücher. Ja. Little Folks. Das ist echt eine kleine Bibliothek. Und guck mal hier, hat er eine komplette Reihe gesammelt, nummeriert. Wow, da war wohl einer ein großer Fan. Ach, es geht noch eins hoch. Es waren alles mal Schlafzimmer. In den Nischen standen nämlich immer die Betten. Aber jetzt leider komplett zugemüllt. Ja, und hier ist der Bereich, wo wir die Decke gesehen haben, dass hier die Decke komplett fehlt und nach hinten rum komplett offen das Schloss. Aber das ist wirklich eine sehr beeindruckende Location, auch von der Architektur und so. Und hier steht tatsächlich noch ein Mini-Kicker. Uralt. Mega geil. Oh, das sieht aber auch süß aus hier mit den... Guck mal, voll schön mit den Fenstern. Boah, wer weiß, was da mal für ein Glas drin war. Das war schon mal richtig schön. Die hat man ja schon von vorne, von oben gesehen. Mega. Ja, da sieht man noch, dass das voll das Prinzessinnenzimmer war. Mehr aber auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall für eine Frau. Oder für ein Mädchen. Das ist ja schon ein ziemlich kleines Zimmer. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was sich hier auch noch im Dachboden verbirgt. Vielleicht finden wir noch hier den ein oder anderen Schatz. Oh, guck, oh, Achtung. Guck mal, hier ist schon alles. Hier ist runtergebrochen. Hier steht aber auch nichts mehr. Oh, es geht noch richtig weit rein. Alte Bettgestelle, alte Matratzen. Und wieder Haufen voller Bücher. Das sind neue Bücher. Wow, habe ich mich erschrocken. Ja. Machen uns jetzt auch hier dann schnell auf den Rückweg und steuern die nächste Location an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich riesig über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und ich hoffe, dass ihr bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder dabei seid. Haut rein, bleibt gesund und ciao.